Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, lange, lange ist es her, dass ich mal meine China-Kracher-Serie fortgeführt habe und das wollte ich heute mal ändern. Erinnert sich überhaupt noch irgendwer von euch an die China-Kracher-Serie? Denn ja, dann schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob irgendwer sich noch daran erinnern kann. Ja, was haben wir heute hier? Wir haben heute das Seeker hier und zwar von LW Knives. Das ist eine chinesische Marke, von der ich bis jetzt vorher nicht so viel gehört habe. Ich habe auch nicht viel im Internet zu dieser Marke gefunden, also keine Ahnung. Wenn jemand mehr von euch da weiß, gerne auch unten in die Kommentare, habe ich echt Interesse dran. Ja, kommen wir mal als allererstes zu dem Lieferumfang. Das Messer wird geliefert in einem einfachen Karton. Ah, nee, so. Einfachen Karton. Und der ist zwar schön stabil, aber ohne Einlage, ohne alles. Und genau hier drin wird das liegen. Auch lose versandt, also da ist keine Polsterung drin, gar nichts. Aber qualitativ hochwertiger Karton, den es interessiert. Was haben wir noch dabei? Natürlich das Messer und die Scheide. Kommen wir mal als erstes zu der Scheide. Die finde ich ist so der Knackpunkt an diesem Messer. Die, wie ihr seht hier, die Verarbeitung ist nicht so 100% und wenn das Messer drin steckt und selbst wenn es dann mit dem Pin zu ist, hört ihr selbst, sitzt ziemlich lose. Das heißt, dieser Druckknopf hier ist auch wirklich nötig. Ansonsten haben wir hier ein stabiles Kunststoff, eine stabile Kunststoffscheide. Die Nieten sehen auch soweit okay aus. Hier scheint auch relativ gut verschraubt zu sein, das Nylon. Und ja, die Gürtelschlaufe tut natürlich auch ihren Dienst. Alles in allem eher geht so. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Highlight, dem Messer an sich. Erstmal vielleicht zu den groben Daten, eine Gesamtlänge von ungefähr 24 cm. Die Klingenlänge beträgt ca. 12 cm und vielleicht ein bisschen weniger. Die Klingenhöhe sind wir so bei ca. ja, was war das, 4 cm ungefähr. Und dann so eine Gesamtlänge von, eine Grifflänge von ja auch so 12 cm. Der Hersteller gibt für das Messer einen Härtegrad von 59 HCR an. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch hier wirklich auch so ist. Wir haben hier einen D2-Stahl und das war auch für mich damals so das Kaufargument. Ich habe das Messer schon ziemlich lange und damals gab es irgendwie aus China keine Messer mit D2-Stahl. Seht ihr auch hier, riesengroß D2. Das Messer an sich, ja wie gesagt, damals gab es halt keinen D2, sondern nur irgendwelche CP irgendwas oder halt 440 oder ja 420 oder sowas in dieser Richtung. Also das war damals so ein Alleinstellungsmerkmal für das Messer, weswegen ich mir das halt damals gekauft habe. Und natürlich, weil es mir optisch sehr gut gefällt. Gewichtmäßig sind wir hier bei starken 305 Gramm. Also das ist schon stabil, würde ich sagen. Die Klinge an sich hat ein wunderschönes Stonewash-Finish. Das erkennt man jetzt nicht so genau. Es ist halt relativ dunkel gehalten, was mir aber persönlich besser gefällt, also wenn das Stonewash-Finish nicht ganz so ja, rauskommt, sagen wir mal so. Ja, wir haben hier vorne eine angedeutete Schärfe oder angedeutete Spitze oder Fehlschärfe, wie sich das ja glaube ich nennt. Ne? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und ja, diese falsche Schneide hier läuft hier vorne wunderbar spitz zu. Und macht das Messer sehr, sehr stichfreundlich. Also wenn man hier vorne, kann man, glaube ich, wunderbar Sachen mit einstechen, wenn man immer das auch machen möchte oder was man auch einstechen möchte. Was mir allerdings als erstes aufgefallen ist oder was, ja, wenn man das Messer an sich erstmal in die Hand nimmt, es ist alles sehr rund. Also der Klingenrücken ist verdammt rund und glatt. Hier unten überall die Übergänge von dem Metall ist alles sehr glatt hier. Der Klingenrücken, wunderbar, alles glatt poliert oder rund geschliffen, sagen wir mal so. Auch die Qualität an sich, das Messer ist
top verarbeitet. Also hier steht wirklich nichts ab. Ne? Wir haben hier keine scharfen Kanten, außer vielleicht die Klinge. Haha, Scherz am Rande. Ja, ansonsten komplett sauber verarbeitet. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Ja, was gefällt mir nicht so an der Klinge hier vorne? Wie ihr seht, ist hier so ein, ja, für so einen Fingermull ist es irgendwie zu klein. Für eine Schleifkerbe irgendwie zu groß. Weiß ich nicht. Mir hätte es besser gefallen, wenn die Klinge komplett durchgängig gegangen wäre. Das ist aber so an der Stelle jetzt hier an dem Messer der einzige Kritikpunkt. Der Griff besteht aus G10 und hat so eine Paracord-Wicklung oder Bandwicklung mit Lanyard-Hol, wo gleich schon ab Werk so ein kleines Gebamse hier dran ist. Also braucht ihr euch diese Mühe, dieses wunderbar aufwendig gemachte Paracord, Schnürsenkel, Lanyard an das Messer anzubringen, braucht ihr euch dann nicht selber machen die Mühe. Ja, hier auf der Klinge, wie ihr seht, LWVLV auf der Klinge. Und auf der anderen Seite natürlich hier schön der Name Seeker und dann der Stahl D2. Ja, das Messer kommt rasiermesserscharf ab Werk, also das ist schon eine Hausnummer. Muss man echt vorsichtig sein. Ja, die Griffe hier verschraubt, kann man also auch dann die Paracord-Wicklung einfach ändern, wenn man halt irgendwie eine andere Farbe möchte oder sowas. Ist seit dem Bastel, dem Bastler keine Grenzen gesetzt. Ja, der Preis von dem Messer, wir liegen so ungefähr bei ja, so circa 60 Euro, was ich finde ein absoluter Top-Preis ist für so ein Messer. Weil wie gesagt, die Qualität ist super, die Handlage ist klasse, der Stahl ist gut. Also, ja. Ich gebe dem Messer auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das kriegt auf jeden Fall einen goldenen Scarhead-Daumen in Bronze. Also, das war's auch schon wieder. Ach ja, eine Sache habe ich noch ganz vergessen. Oder bevor ich es jetzt vergesse, sage ich es noch. Von dem Messer gibt es auch noch eine Mini-Version. Wie gesagt, die Klinge hier ist ca. 12 cm. Auf jeden Fall seid ihr mit dem Ding 42A konform. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Aber es gibt hier von dem Messer noch eine Mini-Version. Die hat eine Klingenlänge von, ich glaube, ca. 9 cm. Und das gibt es, glaube ich, auch hier mit orangen Griffschalen. Also, oder einen anderen Griffschalen, ich weiß es gar nicht. Ja, falls es euch interessiert, es gibt das auch noch in der kleinen Version. Das hier ist die große, die Männerversion. Alles klar, das war's auch schon. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Cheers.